Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier im Krieg gegen die Osmanen im Jahr 1707. Wir haben hier etwa 140.000 Osmanen hier vor der Nase mit voller Moral, während wir hier ja etwa 80.000 Truppen haben. Insofern, glaube ich, ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um voranzugehen. Wir werden hier erstmal unsere Truppen so ein bisschen sortieren und sich erholen lassen. Was haben wir denn hier für Armeen? Warte mal, jetzt, diese gehören irgendwie noch zusammen. Dann schicken wir die mal in die Nachbarprovinzen. Ne, die können jetzt gar nichts. Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Tag laufen lassen. So, jetzt geht das. Okay. Die polnischen Truppen hauen auch ab. So, jetzt nochmal das Ganze. Den schicken wir dahin. Und von euch... Obwohl, die haben keine Antwort. Wir machen das mal so. Wir wählen den ab und die fügen wir zusammen. Das war, glaube ich, die alte dritte Armee. Und die bringen wir dann nach hinten. Und dann haben wir jetzt noch die vierte Armee, die hier runterkommt. Also eigentlich ist es die zweite. Ja. Dann, die kann hier stationiert werden. Und dann sammeln wir uns dort. Und dann sehen wir mal weiter. Hier haben wir 6000 Kavalleristen. Die können wir hier zumindest schon mal ins Rückfeld bringen. Mal gucken. Da läuft das also alles. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Die Polen gehen hier runter, um diese Festung zu belagern. Ja, da werden vermutlich die Osmanen jetzt genau jetzt dorthin laufen. So, wir haben erstmal Lwów besetzt. Erfreulich. So, das heißt, diese ganzen Besetzungen sind jetzt fast erledigt. Das heißt, auch hier können wir im Rückraum jetzt warten. Auf die Dinge, die da kommen werden. So, aber die Osmanen kommen doch wieder, wie es aussieht. Interessant. Sie wollen das zurückerobern. Die Frage ist, sind wir stark genug, um das zu verhindern? Ich würde sagen, ja. Wir ziehen also unsere Truppen jetzt hier zusammen und marschieren dann nach vorne. Wenn die erste Armee da ist, dann machen wir das. Was passiert hier gerade? Korea... Nee, Haichi, Frieden mit Korea. Okay, das gucken wir uns dann später beim Rückblick mal an. So, jetzt sind aber alle schon da. Kommt, die Schlacht nehmen wir, auch wenn wir hier eine Flussüberquerung haben. Aber wir müssen die Situation nutzen, dass die Osmanen sich jetzt hier massiv aufgespalten haben. Das ist eigentlich ganz nett. So, und hier erleben wir irgendwas. Wir erleben hier... Ach du Schreck! Die Tunesier kommen hier in unseren Rückraum. Eieiei. Und überfallen hier überraschend unsere Kavallerie. Kann die möglicherweise noch fliehen? Ja, offenbar nicht. Das ist natürlich jetzt bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit ist unsere Truppe hier ziemlich gefangen, ehrlich gesagt. Eine ganz unglückliche Situation. Vor allem verlieren wir die Kavallerie. Das heißt aber, wir können die zumindest noch in Sicherheit bringen, indem wir die damit raufziehen. Auch wenn sie dann die Verlustquote hat, aber sie kann hier nicht überfallen werden. Eieiei. Dass die Tunesier von der Seite jetzt noch kommen? Wer hätte das gedacht? So, wir wollen diese Schlacht. Die ziehen wir auch noch hinterher. Wir wollen die Vernichtung dieser Armee. So, jetzt haben wir erstmal diese Schlacht hier hinten. Die wir natürlich verlieren werden. Die schöne Kosakenkavallerie. Und die Osmanen ziehen jetzt im Gewaltmarsch ihre Truppen zurück. Ach, die wären zu uns auch gekommen. Die ziehen jetzt zu uns, sehe ich das richtig? Dann ist es natürlich besser, wenn wir dort kämpfen würden. Aber ein Teil der Truppen ist, glaube ich, schon zu weit, oder? Können wir jetzt mal einzeln durchklicken. Die könnten wir noch abbrechen, die nicht. Nein, dann müssen wir auch alle da lassen. So, dann kommt es jetzt hier zu diesem Gefecht. Verdammt. Ja, die Armee wurde vernichtet, das ist klar. Und hier... Hier geht es gleich richtig zur Sache. Da haben wir Gott sei Dank unsere Armee zurückgezogen. Okay, wir werden jetzt da richtig in die Zange genommen. Dann hoffen wir mal wenigstens, dass diese Schlacht hier gut geht. Ja, ja. 120.000 auf unserer Seite. Also das läuft, während das hier auch noch gut gehen könnte. Aber hier kommt osmanische Verstärkung. Oha, wann ist die da? 16. August, in 7 Tagen. Das könnte noch gut laufen. Wir bleiben mal hier... Nein, warum haben wir denn jetzt einen Nuller? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh mein Gott, das ist schade. Und in diesem dramatischen Moment haben wir hier eine große Synode mit Schlachtenlärm im Hintergrund. Die Kirche hat sich in einer... Warum kann ich das eigentlich nicht abwählen, Leute?
Jetzt, okay. Die große Synode. Die Kirche hat sich in einer großen Synode versammelt und bittet um unsere Unterstützung und gewisse Privilegien im Gegenzug für ihre Unterstützung im Kampf gegen antifeudale Ketzereien, die unser Land heimsuchen. Helfen wir der Kirche, das Volk unter Kontrolle zu halten und unterstützen wir die Bewegung, um die alte feudale Ordnung aufzubrechen? Nein, ich würde sagen, wir gewähren die Privilegien, das mache ich mal ungesehen. Ja, bekommen wir patriarchale Autorität. Und hier sind wir jetzt echt eingeklemmt, aber hier kommen tatsächlich die Polen nochmal zu Hilfe und opfern sich hier auf gegen die Tunesier, während wir diese Schlacht vermutlich aufgrund zahlenmäßiger Unterlegenheit verlieren werden. Aber dafür sieht das hier wiederum positiv aus. Auch wenn die Osmanen weiter Verstärkung bekommen. Oh mein Gott, was für eine Riesenschlacht. Jetzt schon 100.000 gegen 100.000. So, die Sache ist verloren, aber die Sache könnte gewonnen sein. So, die Schlacht von Sinop. Dezhnev hat aber zielorientiert immerhin bekommen. Und wie sieht es mit den Verlusten aus? Auf unserer Seite, ja, würde ich sagen sogar gleich 20.000, 22.000. Auf unserer Seite sogar leicht weniger. Also insofern eine Niederlage, die wir ertragen können, während die Polen sich hier sehr gut gegen die Tunesier schlagen. So, jetzt aber zurück zu dieser Riesenschlacht. Warum? Michael Kowalski macht seine Sache nicht so gut, ehrlich gesagt. Das hätte er besser machen können. Jetzt geht's aber. So, Leute. Macht mich nicht fertig. Die Osmanen kriegen immer weiter Verstärkung. Und wir kriegen es nicht hin, diese Schlacht zu gewinnen. Ich fasse es nicht. Jetzt sind wir noch 92 gegen 97 und nur wegen diesen Nullerwürfeln. Meine Herren. Jetzt kommt hier noch von Samtsche Verstärkung, aber die Osmanen kriegen immer weiter Verstärkung. Jetzt macht diese Schlacht zu Ende. Ja, der Sieg ist unser, aber er war teuer erkauft. Aber bei den Gegnern noch viel mehr. 70.000 gegnerische Soldaten vernichtet. Auf unserer Seite 31.000. Also, das muss man schon als deutlichen Sieg bezeichnen. Hier kommen noch kleinere Truppen, die nicht mehr zurückzuholen sind von den Osmanen. Hier kommt nochmal eine Armee rein. Das geht also hier noch weiter. Während unsere Armee hier auf der Flucht sich befindet, ebenso wie die polnische. Schade. Sie hat tapfer gekämpft. Zusammen können wir vielleicht das nächste Mal dort mehr erreichen. Aber wir haben Zeit gewonnen. Das ist auch wichtig. Wir haben Kriegsstand von 20.000. Okay. Jetzt, wie gesagt, es kommt hier weiter zur Schlacht. Diese 4.000 Osmanen können wir aber sofort erledigen. Aber es kommt nochmal gegen 40.000 zu einer größeren Schlacht. So. Was ist hier? Einfluss auf Persien ist versiegt. Wollen wir sie weiter beeinflussen? 1400. Nö. Abbrechen, bitte. So, hier haben wir nochmal einen Minisieg. Die Persier, oder die Persen, die Perser, so sagt man ja, ne? Die sind nicht in den Krieg mitbekommen, gekommen. Jetzt sind wir beleidigt. Jetzt investieren wir da nicht so viel. So, nochmal 2000 erledigt. Okay, aber jetzt kommen gleich erst die 36.000. Die jetzt eigentlich die relevanten sind. So, jetzt geht's los. Die wiederum hauen ab. Okay, Leute. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Meine Herren, das war jetzt entscheidend. Eine gesamte Armee völlig vernichtet. 30, 35, irgendwie 36.000, glaube ich. Erledigt. Gut, also das sind jetzt heftige Verluste auf der Gegenseite. Die Frage ist, können wir es uns schon erlauben, jetzt sozusagen nach vorne zu gehen? Moraltechnisch ja. Von der Mannstärke könnte es ein bisschen schwierig sein. Aber ich würde mal sagen, wir fächern uns jetzt hier aus und wagen es jetzt hier vorzustoßen. Gehen wir mal dorthin, mit der Armee dort und der dort vielleicht. Gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Ne, beziehungsweise mit der letzten Armee, die ich hier eben... Wartet. Die so dorthin. Gut, mal schauen. Okay. Diese Mini-Armeen erledigen wir weiter. Hier allerdings wird es ein bisschen fetter. Hier sind 48.000, die wir jetzt gerade mal ebenso angreifen, ohne mit voller Wucht anzugreifen, was natürlich jetzt richtig dämlich ist, ehrlich gesagt. Vergeben wir jetzt hier gleich unseren Sieg.
So, die beiden werden wir jetzt erstmal zu einer Armee zusammenfassen. Die werden sich hier stabilisieren. Am besten im guten Gelände. Vielleicht doch lieber hier in den Bergen. Oder wir ziehen uns hier auf die Festung zurück. Ist auch vielleicht noch die bessere Idee. So, und das ist blöd. Ich kann es leider nicht mehr abbrechen. Da war ich zu voreilig. Ich hätte gedacht, sie fliehen irgendwie weiter oder sie haben nicht mehr so viel frische Truppen. Das ist jetzt ärgerlich. Aber immerhin 48 gegen 48. Das könnte... Hätte auch noch schlimmer laufen können. Und unsere Moral ist deutlich die bessere. Und hier kommen ja nochmal wieder 53.000 zu uns. Während hier am 17. November auch nochmal Hilfe kommt. Aber vielleicht schaffen wir vorher das größere... Ah ja, 63 gegen 44. Ah, der Gegner kämpft wieder hervorragend. Aber jetzt kommt unsere Verstärkung. Okay, also ohne dass wir das richtig geplant haben, war das ein erneuter Sieg. 25.000, allerdings bei uns auch relativ verlustreich. Nun gut, es ist wie es ist. Jetzt würde ich sagen, aber es kommt nochmal zur Minischlacht. Jetzt würde ich sagen, bleiben wir auch hier stehen. Warten hier nochmal kurz ab. Genau. Okay, Kriegsstand ist 23%. So, jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen so verteilen, dass es nicht ganz so übel wird mit den Verlusten. Stellen wir uns mal so hin und versuchen das jetzt zu halten. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind dafür. Wir werden es sehen. Hier haben wir auch noch eine Kavallerie. Die können wir auch noch ins Spiel bringen. Da oben steht auch noch einer, aber die ist noch dabei, irgendwas zu belagern. Warte mal, das haben... Nee, das haben wir besetzt. Jetzt war ich kurz verwirrt. Beziehungsweise das haben wir auch besetzt. Die können wir also auch runterbringen. Ich frage mich, sind eigentlich noch osmanische Armeen hier in diesem Gebiet? Ich weiß es nicht. Okay, hier erleiden wir Verluste, weil wir zu viele sind. Die Bergfestung kann uns nicht alle halten. Aber wenn wir hier so viele sind, können wir vielleicht hier angreifen. Gerade weil das auch Berge sind. Wir müssen jetzt den Druck einfach hochhalten, würde ich sagen. Wir müssen den Druck hochhalten. So, was kommt jetzt? Flottenreduktion ist ausgelaufen. Multan und Delhi wollen einen Militärzugang. Bin nicht ganz sicher. Oh, was sehen wir denn hier? Die Osmanen machen aber riesige Umwege. Vielleicht ist es mal an der Zeit, diese Festung hier zu besetzen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Na gut. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Schaut euch das an. Das ist wie eine Ameisenstraße. Das sind so die Absurditäten. Das würde in der Realität niemals passieren, ehrlich gesagt. So, was ist hier los? Ein Krieg. Angreifer gegen Transoxanien. Wie stehen wir zu Trans... Oh ja, das sind unsere Feinde. Ja, dann würde ich sagen, akzeptieren wir. Multan. Sind im Krieg mit oder gegen? Egal, haben wir abgelehnt. Okay, jetzt aber hier Konzentration weiter auf diese Dinge. Beziehungsweise... warum schicke ich die eigentlich zurück? Es kommt direkt zur erneuten Schlacht. Die lassen aber auch nicht locker. Wir aber auch nicht. Oh, und die Polen sind genauso mutig wie wir. Die laufen da ebenso rein. Naja, dann also die nächste Schlacht. ...67 gegen 42. Ja, das sieht diesmal richtig gut aus. 112.000, die wir dort zur Verfügung haben. Sehr gut. Okay, und... ja, immerhin gewonnen. Das war nicht so überragend. So, und erneut werden wir uns wieder aufteilen. Dass wir aber möglichst schnell dann eingreifen können. Das ist der Plan. So, hier 43.000 gegen 44.000. Die Polen ziehen sich wieder zurück. Sie lassen uns hier alleine in dieser Bergfestung. Ach, verdammt, wir haben gar nicht mehr den Angreifervorteil, sehe ich gerade. Oha, das habe ich übersehen. Hier ist ja die Festung schon gefallen gewesen. Das ist natürlich dann ein extrem bitterer Angriff.
den wir kaum gewinnen können. Außer die Polen kommen noch rechtzeitig. Aber nein, jetzt kommt noch Marokko rechtzeitig. Also das ist jetzt hier wirklich ein Fehler gewesen. Den können wir nur aus... Ja, wir fliehen. Das war jetzt verlustreich, weil ich nicht gesehen habe, dass die Festung schon gefallen war. Wie ärgerlich. Gut, wir bleiben aber hier. Die Eroberung von Konstantinopel hat jetzt absolute Priorität. Wir sind hier schon bei 28%. Lohnt es eigentlich noch einen Artillerieangriff? Wir machen mal. Wir haben so viele Punkte hier, Militärpunkte. Schaut mal, 57%. Das werde ich jetzt mit Sicherheit nicht abbrechen. Da könnt ihr euch gewiss sein, liebe Leute. Konstantinopel wird fallen. Konstantinopel wird fallen. Wie viele Verteidiger sind dort? 3000 nur. Könnten wir sogar einen Sturmangriff machen, oder? Na, könnte knapp werden. Okay, Malediven werden durch die Portugiesen annektiert. Hier drüben ziehen wir uns wieder zurück. Die Polen wollten helfen, aber wären nicht rechtzeitig da gewesen. Marokko ist... Wir bleiben erstmal in der Festung dort. Das ist soweit okay. Aha, die Osmanen schüren Unzufriedenheit. Und... Diese Provinz wurde von den Marokkanern besetzt. Also das macht mich jetzt hier nicht sehr nervös, dass die hier diesen riesen Bogen jetzt machen. Wie sieht es aus hier mit unseren Garnisonen? 960, 320. Ja, also der Kriegsstand spricht für uns, würde ich mal sagen. Besonders wenn wir jetzt die Hauptstadt haben. Die Frage ist, wird dann fast eher sein, wollen wir... es jetzt noch weiter treiben oder wollen wir vielleicht sogar damit zufrieden sein, wenn wir die Hauptstadt genommen haben? Das ist so eine gute Frage. So, jetzt kommt es aber erstmal zur Schlacht. Die wollen sich das nicht gefallen lassen, dass die Hauptstadt flöten geht. Wir werden hier wieder mit allem reinrücken, was wir haben. Okay. 71%, aber jetzt brechen sie das Ganze wieder ab. Oh. Macht mich schwach, Leute. Wir kehren auch wieder um. Und die 71%, die müssen doch jetzt... Na! Persien hat Hormus den Krieg erklärt. Okay, hier sind 120.000. Die können uns schon gefährlich werden. Jetzt wäre es echt gut, wenn Konstantinopel mal bald fallen könnte, ey. Das wäre echt gut. So, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Das ist jetzt allerdings doof. Warum können die dort lang gehen und die nicht? Das ist so eine frustrierende Sache. Das wird jetzt eine unangenehme Kiste. Haben wir hier noch irgendwie Polen, die uns helfen können? Wir können hier auch nichts groß abziehen, weil oft... Oh Gott, die sind jetzt uns aber massiv überlegen, Leute. Mit fast 200.000 Mann stehen die hier. Und wir stehen kurz vor der Einnahme von Konstantinopel. Ja, jetzt greifen sie natürlich dort auch an. Perfektes Timing, würde ich fast sagen. Das haben sie clever gemacht. Das haben sie aber sehr clever gemacht. Wir brechen das nochmal ab und helfen hier. Tja, mir fällt jetzt nichts anderes ein, als die beiden Schlachten jetzt auf beiden Seiten zu führen. Ah, sie brechen das wieder ab. Oh nein, ey, das ist doch so... Können wir von hier auch da reinlaufen? Nee, können wir nicht. Oh, das ist so blöd. Na gut. Beziehungsweise wir warten mal damit, bis die hier definitiv durchgezogen sind. Ah, jetzt kommt die. Ich sehe nicht mehr durch. Ich sehe nicht mehr durch. So. Jetzt greifen sie hier an, aber die 25 können die 28 schlagen. Das würde ich sagen, ist kein Problem. Hier ist eher die größere Gefahr. Okay, die können nicht mehr zurück. Beide, glaube ich, ne? Das heißt... Ja, was heißt das? Das heißt, wir schicken die lieber dorthin. Ja, die brechen wieder ab. Das war richtig, richtig gezockt. So, Leute, jetzt nehmt diese blöde Stadt ein. Jawohl! Wir haben sie! Wir haben sie... Hier wird von Marokko besetzt. Egal, wir haben 26%. Und wir haben Konstantinopel in unserer Hand. So, und jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier geht jetzt der Großteil der Armee rüber. Da
Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt auch hier mithelfen. Und eigentlich seid ihr doch bestimmt jetzt schnell. Ja, ihr könnt direkt jetzt hier rein, weil wir die Festung haben. Das ist so wichtig, dass die Festung jetzt in unserer Hand ist. Oh yeah. Gut, kommt, die Schlacht nehmen wir noch mit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wobei ich mir mehr Verluste beim Gegner erhofft hätte. Okay, jetzt müssen wir das irgendwie halten, würde ich mal sagen. Wenn wir die Stellung hier halten, wir haben ja dann den Verteidigungsvorteil. So, warte mal, was machen wir mit der Armee? Die hat hier schon wieder Verluste, hier müssen wir irgendwas machen. Hier ist, glaube ich, keine Festung, ne? Das sieht nur so komisch aus. Insofern... Oder doch, die, da ist eine Festung, weil es eine Hauptstadt ist. Das heißt, wenn wir hier reingehen, müssten wir eigentlich den Verteidigungsbonus bekommen. Müsste eigentlich so sein. Ich hoffe es. Gut. Hier müssen wir uns jetzt irgendwie clever aufteilen. Dann geht ihr mal hier hin und ihr bleibt dort. Und dann halten wir jetzt einfach die Stellung und lassen die Osmanen gegen uns anrollen. So würde ich jetzt vorschlagen, dass das die Taktik ist. Während wir vielleicht im Hinterland mal beginnen... vielleicht mal eine Söldnerarmee auszuheben. Hier haben wir auch noch unsere Zarengarde. Aber mit denen kann man ja durchaus auch irgendwie fertig werden. Die Mittel dafür haben wir alle mal. Also ich würde vorschlagen, das ist der Plan. Wir halten jetzt hier diese Linie und werden hier, ja, werden wir hinten, wir haben auf jeden Fall noch Truppenlimit. Und zwar um einiges. Ja, wir können sozusagen eine Armee so von 40.000 Mann werde ich jetzt aus Söldnern aufstellen, die jetzt das Hinterland hier irgendwie verteidigt. Vielleicht können wir auch noch irgendwelche Kosaken rufen. Muss ich mal gucken. Also, es geht weiter, dieser Krieg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.